Herzlich willkommen bei Zocker Andi Let's Play. Wir spielen heute ein neues Tower Defense Game, Bloons 5. Willkommen zurück bei Bloons 5, einer neuen Challenge. Wir haben wieder den Apokalypse-Modus auf einer Map, die wir schon lange nicht mehr hatten. Die ist ja allgemein ein bisschen schwieriger. Es gibt vier Enden. Ja, hier am Rand kommt es auch gleich. Viel kriegen wir hier nicht. Wir werden viel mit Mortar arbeiten, viel mit der Gun arbeiten. So, wir sollen überleben bis in Runde 40 mit Bananenfahren und Pineapple und lauter so ein Käsegreiner, ne? Versuchen wir es mal. So, 4000. Wäre interessant, in welcher Runde wir starten. Das steht nämlich nicht hier, okay. Apokalypse-Modus, das heißt keine Pause, das ist schon mal ziemlich ungut. Wir stellen das ein, dass er hier in die Mitte pfeffert. So, gleich mal das mittlere Upgrade hier. Kammer und Flax sind uns egal, darum nehmen wir das da. Zack. Ja, Pineapples ist gut, wenn ich... Ja, sicher, okay. Wir nehmen noch die Gatling-Gang dann. Ich hoffe, das geht sich aus. Ein bisschen Kohle brauchen wir, weil die brauchen wir auf jeden Fall hier. Wir starten in Runde 1. 2, es geht schon zackig weiter. Ich brauche unbedingt diese Gun hier. Damit wir ein bisschen eingreifen können hier, ne? Jawohl, wir können uns die Gun leisten und sie kommt gleich mal hier hin. Die lassen wir schön in die Mitte schießen. Runde 5 inzwischen schon. Ja, es geht jetzt noch leichter. Wir können uns auch eine, weil ich es gerade sehe, so eine Bananenfarm hier kaufen, was natürlich sehr nützlich wäre. Das hätten wir vielleicht vorher kaufen sollen. Bevor wir den da oben so abgegradet haben, weil, ja, ist wichtig, ne? Wegen Kohle und so, Leute. Aber bis in Runde 40 überlegen, das wird schon schwer. Ich glaube, Boss müsste keiner kommen. Ja gut, auf Apokalypse vielleicht kommt der Boss da früher, das weiß ich jetzt nicht. Im Moment geht's natürlich noch, aber das wird nicht immer so easy-beasy bleiben, ne? Aber wir hätten die Bananenfarm früher kaufen sollen. Wir haben Runde 10... So, auf jeden Fall schnellstmöglich eine Bananenfarm. Das ist halt blöd, weil der schießt dorthin, wo der Mauszeiger hinzeigt. Und wenn jetzt die Bananenfarm hier ist, wie soll ich denn das farmen dann, wenn ich hier hinschießen muss? Da können wir wenigstens da die Bananenfarm machen, dass ich da schön hingrapschen kann. Weil sonst fällt mir da auch nichts ein, ne? Auf jeden Fall, bis in Runde 15 lasse ich es jetzt mal durchlaufen. So, das wird schon gehen ohne Probleme. Und wir kriegen hoffentlich ein bisschen Moos rein. Ich brauche die Bananenfarm für Kohle. Denn ohne Moos ist nichts los. Wie in jeder Challenge. Es war nicht so klug, dass wir den da oben gleich voll abgegradet haben. Da hätte ich eine Bananenfarm nehmen sollen. Das war unklug hoch 10. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch hinkriegen. Ich denke schon, aber... Es ist auf jeden Fall so schwieriger. Also wir hätten als erstes die Bananenfarm nehmen sollen. Und dann erst diesen Mortar Tower hier. So, wie viel kostet die Bananenfarm? Jetzt müssen wir mal gucken, wenn wir Zeit haben. 1000, okay. So, Runde 15. Wir sind noch meilenweit entfernt von den 1000. Da fehlen nur über 200. So, 100 noch und dann können wir uns die Bananenfarm leisten, dass wir ein bisschen Kohle kriegen. Weil ich muss auch hier diesen Gunner upgraden, damit wir jetzt ordentlich schießen können, weil viel kommt da jetzt nicht eigentlich.
Der Mortar ist der einzige, der im Moment die Stahlbluns platt macht. Sollten sie kommen. Runde 16 haben wir. So, wir können uns die Bananenfarm leisten. Schnappen wir uns. Die stellen wir hier hin. So, da kassieren wir jetzt ordentlich Bananen. Was wiederum Kohle heißt. Wir müssen jetzt wirklich mal Upgrades machen hier, sonst wird es schwierig. Wie sieht es hier aus? 300, das können wir uns leisten, das Upgrade. Dass wir noch mehr Moos kriegen. Ich würde zwar was anderes brauchen, aber okay, okay, okay. So, jetzt müssen wir aber wirklich die Gun hier upgraden, weil sonst wird es schwierig. Der muss auch genauer schießen hier. So, das 250er Upgrade, das wird das erste sein. Das können wir uns am schnellsten leisten. So, ich glaube, ich habe das gefunden. Punkt und Beistrich ist rechts und links upgraden hier. Da muss man nicht mit dem Cursor runterfahren. Das könnte er hinhauen. Jetzt müssen wir hier wieder Kohle sammeln. Dabei geht's noch 120. Aber die Frage ist, wie lange das noch geht. Der Mörser ist das Einzige, was im Moment ein bisschen reinpfeffert, weil der Gunner hier, der macht jetzt nicht so Damage. Wie sieht's hier aus? 1400. Ich versuche das zu machen, dass wir wirklich jetzt Kohle reinkriegen. Ich hätte zuerst die Bananenfarm kaufen sollen. Das war ein schwerer, schwerer Fehler. Ich weiß nicht, ob uns das nur den Kopf kosten wird. Weil wir brauchen einfach mehr Kohle, als wir standardmäßig reinkommen durch die Bloons. Jetzt waren schon die ersten Stahlbloons hier, ihr habt's gesehen. Es geht zwar noch, aber es geht nicht gut. Das seht ihr, die Bloons kommen schon ziemlich weit. Das ist ziemlich ungut schon. Also da jetzt weiter mit der Bananenfarm, das ist fast ein Glücksspiel. Ne? Aber wir brauchen die Kohle. So, gleich haben wir es. Und dann wird aber der Tower hier geupgradet danach. So, gleich haben wir es, Leute. Gleich haben wir es. Jetzt kommen auch schon Herzen. So, komm, komm, komm. 1400. Gib's mir. Jawohl. Haben wir schön geupgradet. Jetzt kriegen wir Kohle ohne Ende. Dann ist der dran mit einem Upgrade hier. Dann kriegen wir mehr Schüsse. Brauchen wir dringend. Die kriegen wir aber auch schnell zusammen. Das haut jetzt hin. Gleich haben wir die 600, Leute. Gleich haben wir es. Und wir können es upgraden. Jawohl. So. Ist auch dringend fällig gewesen. So, jetzt brauchen wir 1200. Wie sieht es bei der Bananenfarm aus? Was ist da das nächste Upgrade? Oh, das ist teuer. 1200. Und Runde 25 haben wir. Ich kann da gar nicht so schauen, weil wenn da was durchkommt, dann geht es ratzefatze. 467 Leben. Durch diese Bananen kriegen wir auch irgendwie welche zurück. Das verstehe ich auch nicht recht, wie das funktioniert. Am Ende jedes Levels irgendwie oder so. So, wir können den Gunner hier wieder upgraden gleich. Jawohl. Jetzt schießt er schneller. Damit kann man leben. Als nächstes die 1000er Upgrade hier. So, geht es schon wieder ein Stückchen besser hier, die Verteidigung. Keramikbloons, die werden noch eine Herausforderung werden, Leute. Da brauche ich den Laser dann, weil ansonsten wird es giftig. Aber es kommt gut Kohle rein, auf jeden Fall. Wie sieht es hier aus? Jawohl, können wir uns leisten. Jetzt vergiftet er die Pissnelken hier. Wie sieht es hier aus? Gut, das nicht. 6000 brauchen wir jetzt. Ja, das wird einiges sein. Wie viel ist der wert? 2,7. Wir werden vielleicht es dann verkaufen, die Bananenfarm, aber ungern, weil das ist der einzige, der mal Kohle bringt. Ich lasse den jetzt mal so in die Mitte pfeffern. Wir werden ja sehen, wie es zum Erfolg führt. Ah, Runde 28 übrigens. Sie kommen teilweise schon ein bisschen raus, die Bloons, aber nur ein bisschen.
Stahlblunzen sind das große Problem, aber gut, es geht noch, es geht noch. Wir haben jetzt schon wieder fast 2000 Ende Runde 29. Schauen wir, was wir Ende Runde 30 haben. Irgendwie, ich glaube, pro Runde kriegen wir was zurück von den Bananen, irgendwie an Leben, weil es mehrt sich ja, ne? Aber wie genau das geht, verstehe ich nicht. Ich schaue jetzt, was ich Ende Runde 30 habe. Vielleicht können wir den wirklich upgraden hier, dann kriegen wir noch mehr Kohle. Weil im Moment geht es auch so. Oh, 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 oh. Das wird sich ausgehen. So, und Upgrade. Zack. Runde 31. Jetzt kriegen wir mehr Bananen. Was mehr Leben ist. Regenbogendinger sehe ich da. Wir upgraden die andere Seite noch. So, die 4000 lassen wir, aber das wird jetzt sonst zu viel diskutieren. Wir müssen den Tower da wieder mal machen. Wir machen den Laser. 6000 dazu brauche ich dazu. Also das ist dann doch einiges. Ja, ihr seht, da kommt schon einiges jetzt raus. Runde 32. Oh, Keramikdinger, Leute, Keramikdinger. Oh, oh. Es wird schwierig. Wir brauchen dringend ein Upgrade hier. Also die Keramikdinger, die sind schwer zu genießen. Es wird schon teilweise knapp, ihr seht. So, jetzt muss ich mal schauen, wie viel brauche ich da? 6000 brauchen wir. Dann können wir den upgraden. Das heißt 2000 noch. Es wird wohl noch hinhauen, hoffentlich. Schon wieder diese Keramikdinger, die sind so giftig. Müssen wir sogar individuell zielen, damit sie das noch ausgeht. Wirklich giftig, Leute, wirklich giftig. Runde 34, ich brauche dringendes Laser-Upgrade hier. Aber es kommt gut Moos rein. Oh, 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 schau wieder, Keramikdinger. So, ist sie aber ausgegangen und wir haben unsere Laserdinger jetzt. Genau jetzt brauche ich ihn, dass er da reinpfeffert. So schaut das gut aus, so rockt die Bude. Jawolle, ey, da oben sind Bananen, jetzt sehe ich es erst. Jawohl, Leute, jawohl, 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 das ist toll. Es ist noch kein einziger durchgegangen, im Gegenteil, wir kriegen durch diese Bananen sogar Leben zurück. Das finde ich klasse. Die Keramikdinger können uns auch kreuzweise im Moment, das läuft, das läuft, das läuft wie Butter. Ist nicht so schwer, wie ich mir dachte. Also ich habe mir das wirklich schwieriger vorgestellt, diese Challenge, aber es geht. Einen Sniper Tower können wir uns noch nehmen, aber gut, den brauchen wir gar nicht. Der ist jetzt nicht so nützlich. Wir sammeln jetzt wieder Kohle. Keramikdinger sind auch kein Problem wegen unserem Laser hier, das haut super hin. Da kann man schön Moos sammeln. Es läuft. Wieder ein Keramikding, der geht auch schön down. Runde 36 haben wir noch. Ziemlich lange unsere Runde 36. Noch immer Runde 36, Leute. Da kommt ordentlich was raus. Und jetzt haben wir Runde 37. Muss mal gucken, was brauche ich hier, um den nochmal aufzurüsten. 55.000, seid ihr witzig oder was? Das ist ein bisschen viel Kohle. So, auf jeden Fall können wir jetzt diese Seite hier aufrüsten, dann kriegen wir noch mehr Moos.
Und wir nehmen uns noch eine zweite Gun jetzt gleich. Ja, ihr seht, da kommt jetzt doch schon einiges. Auch mehrere Keramikdinger, wo der eine Laser hier doch schon ins Schwitzen kommt. Runde 38. So, wir werden die jetzt verkaufen. Zack. Aufpassen, dass uns da nichts durchschwipsert. Und wir nehmen eine zweite Kanone. Und die werden wir auch upgraden. Und zwar Standard. Und dann nehmen wir noch einen Laser dazu. Und eine dritte ebenso. Und die wird auch Standard upgrade. Und wir sparen auf den Laser. Vorletzte Runde, also da geht jetzt genug in die Mitte, das wird hoffentlich reichen, dass da nichts mehr durchkommt von den Blues. Es sieht auch gut aus soweit, kann mich da nicht beschweren. Es läuft, Leute, es läuft. Unsere Gunner pfeffern da hinein, dass es eine Freude ist. Letzte Runde, Runde 40. Gleich haben wir gewonnen, Leute. Gleich haben wir gewonnen. Und der Boss ist durch. Runde 41 und wir haben gewonnen. Nice. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andy Let's Play. Tschüss.